Dankeschön. So. Muss ich doch noch mal hier irgendwie wechseln? Der Wechsel geht immer aus diesem Duplizieren-Modus raus. Ja, jetzt geht es gerade. Muss ich noch einmal hier klicken? So, okay, ja. Also, Dingern. Also bleibe ich einfach hier stehen. Okay. Gut. Ja, kurz zu meiner Person. Also ich habe ein Leben vor WordPress. Das heißt, ich habe als Trainer und Berater in verschiedenen Großunternehmen gearbeitet, habe danach eine kleine Firma aufgebaut, wo wir Online-Schulungen gemacht haben und da bin ich mit WordPress in Berührung gekommen, habe dann mich in die Homepage dieser Firma eingearbeitet, habe angefangen für Freunde, Bekannte und so weiter Homepages zu bauen und dann seit so 2015 in der Community auch aktiv zu werden. Also alle möglichen WordCamps hier in Deutschland, in der Schweiz, wo ich jetzt mittlerweile lebe seit 2009. Und auch so manches WordCamp EU nicht mitorganisiert, aber WordCamps in der Schweiz organisiert. Gut, und zwar jetzt seit 2018 das Ganze dann in eine GmbH-Form gebracht und mache seitdem Websites für kleine Firmen, Freiberufler, Vereine, mache WordPress-Wartung und auch SEO für diese Zielgruppe. Oder in der Schweiz nennen wir immer die KMU. Gut, das zu mir. Und das Ganze ist so, am Mittwochvormittag war ich dabei, meine Sachen zu packen und habe eine Anfrage gekriegt, ob ich denn nicht für den Oliver Mösing einsteigen könnte und habe dann mal schnell geschaut, was hat der denn eigentlich gemacht. Und habe gemerkt, zu dem, was ich ursprünglich als Thema auch eingereicht hatte, was ich im Frühjahr auch schon mal gemacht habe, das deckt sich irgendwie so zu 80%. Und insofern kriegt ihr auch ein bisschen von dem, was ursprünglich angekündigt war. Okay, also, meine Hauptbotschaft ist, SEO ist mehr als Yoast, RankMess oder sonstige Tools, weil für mich ist es einfach eine Vorgehensweise, wie ich Inhalte von der Seite gestalte und aufbereite. Und als Einstieg habe ich jetzt einfach mal eine Wikipedia-Definition genommen. Und für mich ist daran wichtig, es geht bei SEO für mich darum, die Sichtbarkeit von der Webseite für Benutzer einer Suchmaschine zu erhöhen. Es geht um die Verbesserung des Rankings dort. Und das Ganze nicht nur in der reinen Suche, sondern auch in der Bildersuche, in der Videosuche. Wenn ich ein Nachrichtenportal habe, dann eben auch in der Nachrichtensuche. Oder wenn ich ein Spezialthema habe, in speziellen themenbezogenen Suchmaschinen. So, da gibt es jetzt eine ganze... welche Suchmaschine ist relevant? Was meint ihr? Bing, ja, genau. Bing ist dann irgendwo hier unten, ja. Also nach wie vor, trotz ChatGPT und sonst wie, das sind jetzt Zahlen hier von, habe ich es nicht irgendwo stehen? Okay, da unten steht es, glaube ich, irgendwo, 23 März oder April war das. Nach wie vor, Google ist hier unser Maßstab, wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht. Weil es eben die meistgesuchte, oben drüber habe ich es geschrieben. Gut, so, dann für das ganze Thema hat sich eine Riesenindustrie gebildet. Das sind einerseits die Dienstleister, die in so einer Bandbreite von wir versprechen dir für wenig Geld Platz 1 beim Ranking bis zu für eine ordentliche Keyword-Analyse hätten wir gerne 5.000 bis 6.000 Euro Franken oder wie auch immer. So, das ist sozusagen, ich sag mal, eine Bandbreite. Und jetzt gibt es dann auch noch eine ganze Industrie von Tools, die sich darauf spezialisiert haben, die dann meist so um die 100 Euro im Monat anfangen. Und das ist natürlich für jemanden, der jetzt ein kleines Webseitenprojekt macht, nicht unbedingt
bezahlbar. Und mein Vortrag richtet sich deshalb oder möchte so ein bisschen eine pragmatische Vorgehensweise zeigen, wie ich als WordPress-Anwender in einer kleinen Nische mit Eigenmitteln oder Unterstützung einer kleinen Agentur vorgehen kann, um Suchmaschinenoptimierung zu machen. Natürlich ist das dann auch nicht Suchmaschinenoptimierung auf Formel 1 oder Bundesliga-Niveau, ja, sondern Suchmaschinenoptimierung auf einem pragmatischen Niveau, um ein gutes Ranking zu erreichen, beziehungsweise unter Umständen in einer Nische auch unter die ersten 10 zu kommen. Als Basis nehme ich dafür so eine Vorgehensweise, die nenne ich idealisierter SEO-Prozessablauf. Fängt klassisch an, damit einfach Ziele zu definieren. Was möchte ich denn erreichen mit so einer Suchmaschinenoptimierung? Geht es darum, mehr Besucher, mehr Conversion? Ja, je nachdem, um welche Webseite es inhaltlich auch geht. Dann ist für mich der erste Schritt und auch das zentralste Element immer die Keyword-Analyse. Die steht für mich aus zwei Schritten, nämlich einmal sammeln und in einem zweiten Schritt diese Keywords auch zu bewerten. Mache ich gleich, komme ich gleich näher drauf zu. Dann das Thema Standortbestimmung. Wo stehe ich denn eigentlich mit meiner Seite, wenn ich schon eine bestehende Seite habe? Dann kann ich, nachdem ich die Hauptziele definiert habe, da nochmal ein bisschen feintunen. Dann geht es um Maßnahmen, die unterteilen sich klassischerweise in On-Page und Off-Page, also das, was ich auf der Webseite tun kann und das, was ich woanders tun kann, um in erster Linie Backlinks zu kriegen. So, und das Ganze muss ich dann auch kontrollen. Das sind so die Punkte, die wir jetzt mal kurz durchgehen, wo ich euch dann auch zeige, mit welchen Tools im Low-Cost-Bereich ich da arbeiten kann. Wichtig ist bei diesem Prozessablauf noch, das Ganze sollte möglichst irgendwie messbar sein und es ist keine Sache, also für mich ist auch Suchmaschinenoptimierung keine Sache, die einmal vorbei ist, ja, so ich baue jetzt meine Seite, die Sache ist fertig, sondern Suchmaschinenoptimierung ist etwas, was ein laufender Prozess ist, genauso wie eine Seite sich auch inhaltlich weiterentwickelt. Google verändert die Algorithmen, das heißt, mein Ranking wechselt hin und her. Meine Mitbewerber tun Dinge, wo die sich dann auf ihre Ranking auswirken, können mich nach unten verdrängen und so weiter. Insofern heißt es immer so schön, Suchmaschinenoptimierung ist ein Dauerlauf oder ein Marathon und kein Sprint. So, Hauptziele definieren, das kann jetzt sein, dass ich sage, die Webseite soll gefunden werden. Da sage ich den Kunden, ja, das ist jetzt so ein bisschen allgemein. Ja, dann soll ein Ziel möglichst konkret, messbar, realistisch sein. Das sind so die Klassiker, die kennt ihr alle. So, es geht für mich an der Stelle darum, einfach für mich selber oder mit einem Kunden zu klären, was ist erstmal so das Hauptziel, was willst du mit SEO erreichen. Und ein zweiter Punkt, den ich mir auch immer anschaue, was ist eigentlich die sogenannte Kundenreise, Customer Journey Neudeutsch. Ja, also zu jeder Homepage möchte ich ja etwas verkaufen und zwar jetzt mal in Anführungsstrichen, wenn ich eine Vereinsseite habe, dann möchte ich auch, dass ich zum Beispiel darüber neue Mitglieder gewinne oder Sponsoren für den Verein oder sonst was. So, und dann kann ich mir überlegen, welchen Weg kann jemand gehen, um auf meine Seite zu kommen, um etwas zu meinem Produkt zu finden, zu meiner Dienstleistung oder wie. Und ich habe mal hier so eine typische Customer Journey aufgeschrieben. Fängt also jemand an zu suchen, was weiß ich, nach Hausschuhen und kriegt dann irgendwie jede Menge Vorschläge, muss dann entscheiden, möchte ich jetzt einen aus Filz oder aus Holz oder wie auch immer. Und dann gibt es vielleicht eine Kontaktaufnahme zu einem persönlichen Gespräch bei einer Dienstleistung.
Da kommt es dann zu einem Vertragsabschluss. Wenn es um ein Produkt geht, dann geht es dann irgendwann in späteren Schritten zum richtigen Shop zu finden und so weiter. Und zu jedem Schritt dieser Customer Journey gehören spezifische Suchbegriffe. Ich suche am Anfang nach anderen Dingen als irgendwie weiter später im Verlauf der Kundenreise. Und deshalb meine Empfehlung, es gibt nicht die eine Customer Journey, sondern in der Regel gibt es mehrere zu meiner Seite. Und ich sollte mir einfach mal überlegen, welche Wege gibt es und was sind an den verschiedenen Stellen die Suchbegriffe, die jemand eingeben kann. Das einfach nur als Anregung oder als kleines Tool, sich zu überlegen, welche Keywords spielen denn wo in der Customer Journey eine Rolle. Wer ein bisschen darüber lesen möchte, hier zwei Links. Ich habe aufgrund der Kurzfristigkeit der Zeit bis heute Morgen noch an der Präsentation gearbeitet. Ab Montag könnt ihr die, da kommt ganz zum Schluss noch ein kleiner Link, dann auch bei mir herunterladen. So, Keywords, da sind wir dann hier im zweiten Schritt von meinem Prozess. Da gibt es jetzt so mal rein systematisch, akademisch die Unterscheidung zwischen Longtail, Midtail und Shorttail Keywords. Ich habe mal als Beispiel hier Hotel ausgesucht und das einmal hier aufgerufen. So, und zwar haben wir hier das Ergebnis für Hotel. Ich bin hier in Gerolstein. Google weiß anhand der IP-Adresse, wo ich bin und schlägt mir deshalb sinnigerweise das Hotel vor, wo ich auch untergebracht bin. Dann ein paar andere hier oben im Local Pack. Und das erste Ergebnis für Deutschland ist dann hotel.de, HRS und so weiter. Bin ich ein bisschen genauer in der Suche, nämlich ich suche jetzt ein Hotel in Spanien, kriege ich ganz andere Ergebnisse. Upsa, bin ich zu schnell. Ja, da kommt dann booking.com, dann kommen sogar noch weitere Fragen und dann kommt holidaycheck, dann kommt nochmal holidaycheck, dann kommt TUI, also ganz andere Ergebnisse. Und man merkt auch ein bisschen, wenn ich schon TUI habe, dann ist schon wieder die ganze Pauschalreise dabei, eine ganz andere Suchintention. Und wenn ich Hotel mit Pool in Spanien habe, dann kommen wieder ganz andere Seiten. Nämlich man sieht hier, TripAdvisor hat spezielle Seiten gemacht für Hotels mit Infinity Pool oder hier nur mit den besten Pools. Hier hat ein Anbieter Hotels mit Privatpools gemacht. Was wir daran sehen ist, je nachdem, wie ich das Keyword definiere und je länger ich das Keyword definiere, desto enger ist der mögliche Besucherkreis. Also man hätte jetzt auch noch, ich habe da nicht drauf geachtet, aber ja, wir sehen jetzt hier, das sind ungefähr 15 Millionen Ergebnisse. Hier haben wir 43 und hier waren wir, glaube ich, bei einer Milliarde, da habe ich gestern geschaut. Also 5 Milliarden. So. Was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das, wenn ich Kunden frage, schreib doch einfach mal auf, zu welchen Keywords möchtest du gefunden werden, die fangen dann mit diesen sogenannten Shorttail-Einwort-Keywords an und dann zeige ich denen, also das ist schwierig da zu ranken, weil da bist du mit Mitbewerbern, gegen die du als kleiner Anbieter keine Chance hast. Das heißt, ich sollte eher in den Longtail gehen. So, dann gibt es jetzt noch die andere schematische Unterscheidung nach Navigations-, Informations- und Transaktions-Keywords. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Für mich ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei jedem Keyword sollte ich und schauen, was ist eigentlich die Suchintention. Wenn jetzt jemand eingibt Hotel in Spanien, dann suche ich natürlich nach einem Hotel in Spanien und nicht in Portugal oder so. Ja, und das ist auch für Kunden, mit denen ich zu tun habe, ein wichtiger Punkt,
zu erkennen, dass Sie mit diesem Stichwort, was Sie Ihnen wichtig ist, vielleicht eine ganz andere Suchintention verbinden als die Kunden. Und da jetzt auch nochmal ein kleiner Hinweis. Die Suchintention, die Google interpretiert aus den Suchen, also die Google aus ihren zig Millionen Daten, die sie haben von Suchenden, finden die ja heraus, was sind die besten Antworten auf die Suche nach Hotel in Spanien. Und für mich ist der Hinweis immer, die ersten 10 Ergebnisse in Google sind aus denen, wenn man sich die anguckt, kriegt man ein gutes Gefühl dafür, was interpretiert Google als Suchintention zu der Frage, zu der Suche Hotel in Spanien. Können wir die Fragen einen Schluss stellen oder? Okay. Ja, also die Frage war, du hast gehört, Google beachtet die Keywords nicht mehr so. Okay. Gut, man muss immer bei der Kommunikation von Google vorsichtig sein, was wollen Sie kommunizieren, damit wir es nicht tun? Ja. Was kommunizieren Sie, um wirklich Hilfestellung zu geben? Also die Frage war jetzt, dass Google sich nicht mehr so sehr an Keywords orientiert, sondern an dem eigenen Relevanzkriterium. Gut, das ist jetzt schon eine sehr spezielle Frage. Ich versuche trotzdem kurz was dazu zu sagen. Wir wissen natürlich alle nicht, wie Google Relevanz bewertet, weil wir die ganzen Algorithmen von Google nicht kennen. Worauf ich jetzt gerade angesprungen ist, aber ich denke mal, das wisst ihr alle, Keywords auf einer Homepage im HTML-Tag zu hinterlegen, ist seit Jahren irrelevant, weil Google da nicht mehr hinschaut. Ne? Da sind wir uns einig. So. Für mich ist jetzt im Moment in der Vorgehensweise, um eine Seite bei Google weiter nach vorne zu bringen, das Arbeiten mit Keywords schon handhabbar, weil das ist das, was die Leute eingeben, ja, und das ist das, was ich dann hinterher auch messen kann. Und insofern spielt es für mich, um damit zu arbeiten, schon noch eine Rolle. So, und die Frage, ob Google jetzt da mehr, kann ich nicht beantworten, weil ich die Algorithmen von Google nicht kenne. Ja, sorry. Okay, so, das heißt, in diesem ersten Schritt geht es darum, Keywords zu sammeln und dann Cluster zu bilden, also das, was zusammengehört, und dann zu schauen, für welche Keywords kann ich dann entsprechend Seiten bauen, wenn ich eine neue Seite gestalte oder wenn ich Artikel schreibe, welche ganzen Cluster gehören dazu, zu dem Thema. Und das ist natürlich auch wieder eine subjektive Sache. Ja? Und was auch eine ganz, ganz wichtige Funktion für mich ist, wenn ich eine Seite neu gestalte, dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, welche Begriffe nehme ich in die Navigation? Welche Begriffe werden hinterher Unterordner? Und da ist für mich immer wichtig zu schauen, welche Begriffe verwenden eigentlich meine Kunden? Ihr kennt vielleicht dieses schöne Beispiel, der Fachmann sagt Schraubendreher, ja, die meisten Kunden, die in den Baumarkt gehen, die sagen Schraubenzieher. Und so gibt es ja ganz viele Begriffe, die einfach unterschiedliche Bedeutung haben. Und man kann dann einfach sehr schnell mit einigen Tools checken, welche Begrifflichkeiten, welche Vokabeln werden häufiger gesucht und danach auch meine Navigation und meine Seitenstruktur bestimmen. So, und deshalb ist dieser Punkt einfach wichtig. Und für die Keyword-Recherche gibt es verschiedene Wege. Ganz klassisch, man kann selber sammeln, man kann Fachexperten zu dem Thema befragen,
ganz altmodischer Weg wäre dann noch Sinn- und sachverwandte Wörter. Oder man sagt, wir fragen einfach Google. Und zwar ist es ja so, Google gibt uns selber sofort schon Alternativen. Indem ich einfach nochmal hier draufklicke, kriege ich hier eine ganze Reihe von Hinweisen, andere suchten auch. Und dann kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt eine Seite zu dem Thema Hotel oder hier funktioniert natürlich genauso, Hotel in Spanien, ja, kriege ich Vorschläge, welche Keywords oder andere eben eingegeben haben und wonach andere Leute auch gesucht haben. Und das kann ich auch zum Beispiel mit Tools auslesen und dann in meine Keyword-Liste aufnehmen. Komme ich gleich zu. So, gehe ich nochmal weiter. Was haben wir hier noch? Gut, und wenn ich entsprechende Tools habe, kann ich auch zum Beispiel bei der Konkurrenz gucken, auf welche Keywords oder welche Keywords erkennen die Tools in den Seiten meiner Konkurrenz. So, kleiner Hinweis noch. Suche immer im privaten oder Inkognito-Fenster, weil wir haben ja individualisierte Suchen meistens bei Google. So, jetzt kommen wir zu den Tools. Das erste ist dieses Google Suggest, habe ich euch gerade gezeigt. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich habe hier eine kleine Extension installiert, die heißt Keyword Scraper, Extractor. Ich klicke hier einmal drauf und jetzt habe ich vergessen, meinen Excel aufzurufen. Kann sein, dass ich die Seite nochmal aktualisieren muss. Ja, das darfst du jetzt nur machen, wenn man Excel hat. Man kann es auch mit LibreOffice machen. Also irgendeiner Tabellenkalkulation. Ja. So, also die Tabelle, also dieses Tool, ich zeige es nochmal. Na, jetzt zeigt es mir nicht mehr. Okay, es steht aber auf der Folie, gehen wir gleich nochmal hin. Liest jetzt aus, was sind die alternativen Wörter, liest aus, was für Fragen Google hier vorschlägt und hier unten ähnliche Suchen. Die findet ihr jetzt hier in dieser Tabelle. Und wenn man die dann, Moment, das ist nicht Teil, da, das sind, hier kann ich jetzt, getrennt sind die durch Semikolon. So. Fertigstellen. So, das ist. Gibt es auch für Chrome? Das habe ich jetzt gemacht. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Habe ich eine falsche Tabelle? Warte mal, ich mache mal einfach eine neue Tabelle. So. Machen wir das Ganze nochmal. Okay, jetzt fügt das gleich so ein. Okay, gut. So, also ich habe jetzt hier die extrahierten Keywords und die Fragen dazu und die kann ich mir in eine weitere Tabelle speichern, wo ich alle Keywords erstmal, die für mich relevant sind, zusammensammeln kann. So, jetzt muss ich zurück in meine Präsentation. Also es gibt, den gibt es, meine ich, nur gibt es für beide, wenn es hier nicht, wenn es, ich habe es immer versucht dazu zu schreiben. Ja, also der Keyword Scraper, den gibt es sowohl für Firefox wie für Chrome. Es gibt dann noch andere Tools, wie zum Beispiel den Keyword Surfer oder Keyword Everywhere. Keyword Surfer muss ich jetzt mal eben aktivieren. So, Keyword Surfer und einmal die Seite aktualisieren. Dann habe ich hier oben eine kleine Liste, die mir jetzt die anderen Wörter anzeigt und ich kann hier oben das Ganze dann auch als CSV downloaden. So, das ist eine Variante. Die andere Variante setze ich jetzt mal da drunter. Es gibt dann noch den Keyword Everywhere.
Den gibt es dann nur für Chrome. Und Moment, da muss ich jetzt wieder einmal die Seite aktualisieren. Und der listet mir jetzt hier untereinander die Keywords auf, die Long-Keywords und hier unten dann meistens noch die Fragen. Ich kann jetzt hier unten draufkriegen und kann das dann alles auch exportieren. Gut, also das verschiedene Wege, um Keywords über die Google-Suche zu sammeln. Hinweis noch, Keyword Everywhere braucht dann $15 im Jahr für als Account. Gut, so der klassische Weg an der Stelle, nur der Vollständigkeit halber, ist der Keyword Planner. Der liefert aber nur sinnvolle Daten, wenn man aktiv Anzeigen schaltet, also Google Geld gibt, um vernünftige Daten zu kriegen. Insofern ist der für mich immer so ein bisschen außen vor. Ein anderer Weg ist, wenn ich eine Homepage habe, dass ich, Moment, zu welchem Fenster muss ich jetzt? Doch, da. Also, ich gehe jetzt in die Google Search Konsole. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt ganz deutlich aus der Zeit, weil ich dachte, ich habe 40 Minuten, aber ja, okay, gut. Die Google Search Konsole, wer kennt die Google Search Konsole nicht? Alle. War ernst gemeint, oder? Okay, also Google Search Konsole, wärmste Empfehlung, sich dort anzumelden, weil ich bekomme dort die Google-Ergebnisse, welche Suchen eingegeben worden sind, wie häufig die Impressionen, also die, warum, achso, da stehe ich jetzt davor, ja, okay. Also welche, wie häufig die Google-Ergebnisse gesucht wurden, wie häufig die angeklickt wurden. Und wenn ich hier unten hingehe, kann ich mir, man sieht das jetzt hier unten, 137, also die Seite von unserem Meetup in Bern hat Google 137 Keywords erkannt, zu denen man die Seite gefunden wird oder überhaupt Google Wörter gefunden hat, die es ausspielen würde. Und die kann ich mir sammeln. Und dann kann ich schauen, hier an der Klickrate, kann ich an dem Inhalt noch was verändern, ja oder nein. Ja? So, und ich kann in der Google Search Konsole wichtige Dinge sehen, wie sind die Seiten indexiert, hier das Thema Indexierung. Also das einfach nur wärmstens Empfehlung, an der Stelle was reinzutun. So, dann muss ich jetzt im Schweinsgalopp weitermachen. Google Trends ist auch noch eine Möglichkeit, einfach zu schauen bei bestimmten Keywords, wie die saisonal verteilt sind. Und eine andere Möglichkeit, Dinge zu sammeln, ist Answer the Public. Dort könnt ihr ein Keyword eingeben und der sucht euch mit AI-Unterstützung alle möglichen Varianten, die dazu möglich sind. Für kostenlos habe ich es gerade vergessen, ich glaube 3 Suchen pro Tag. Und man kann sich aber auch eine Lifetime-Version, wenn man als kleine Agentur was braucht, für 200, was weiß ich, Dollar zulegen. Und, weil du vorhin gefragt hast, Anina, Excel oder LibreOffice sind für SEO Standardvoraussetzung. Okay, also ich habe auf diesem Wege jetzt jede Menge Keywords gesammelt. Jetzt geht es darum, diese Keywords zu bewerten und ich habe hier noch eine Folie, wo ich ein paar andere Sachen aufgelistet habe. Das sind im Wesentlichen Bezahltools, wo man aber problemlos für eine eigene Testseite Dinge sammeln kann. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Bewertung. Auch da wieder der Klassiker, der Keyword Planner. Und mein Lieblingstool, der SERP Robot, den würde ich jetzt gerne noch vorstellen, ist ein Tool, kostet 4,99 im Monat. Mit dem kann ich dann
zum Beispiel jetzt für meine Seite WP Bern, natürlich auf dem Handy. Ich habe jetzt hier mal nur 90 Tage eingestellt. Alle 90 Tage checkt der diese Keywords hier unten und ich sehe dann, am Anfang, als wir es eingegeben haben, waren wir auf Position 20 für WordPress. Wir waren sogar mal auf Position 6 und jetzt sind wir nicht mehr unter den ersten 300 und das heißt hier not available. Ganz wichtige Information, das lokale Suchvolumen und das globale Suchvolumen. Lokales Suchvolumen ist definiert als im Durchschnitt der letzten 12 Monate haben 14.800 Leute im Monat nach WordPress gesucht oder WordPress-Austausch. Das waren nur 10. Und hier kann ich sehen, welche Keywords haben für mich überhaupt eine Relevanz. Und ich sehe, welche Seite dafür steht. Ich habe hier im Moment ein Projekt, wo ich für jemanden, der Motivationsspeaker ist, das ist nicht der, sondern das ist ein Konkurrent von dem, wo ich das mal angelegt habe. Und da geht es eben zum Beispiel um so Dinge wie, was weiß ich, Keyword Speaker. Und der Keyword Speaker war am Anfang auf Platz 3, beste Position 6, aktuell ist 2. Und dieses Tool zeigt mir jetzt auch genau die Seite, was ist ein Keyword Speaker, also Keynote Speaker Definition, dass Google diese Seite dafür rankt. Und ich sehe, wenn ich jetzt hier draufklicke, die ersten 10 Suchergebnisse. Ja, das heißt, ich habe eine schnelle und einfache Möglichkeit zu schauen, was sind eigentlich die Hauptmitbewerber. Und wenn ich mir von hier aus die Seite aufrufe, kann ich dann schauen, was ist auf der Seite und was liefern eben die 10 besten Mitbewerber zu diesem Keyword. Und dann kann ich mir überlegen, sind das Inhalte, die auch auf meine Seite gehören oder die ich dort auch ergänzen kann. Ja? So, und das kann man sehr schön mit diesem kostengünstigen Tool ermitteln. So, UberSuggest ist ein ähnliches Tool, mit dem man eben auch Ranking-Tracking machen kann, Keyword Finder und so weiter. So, und das Ganze sammle ich dann auch wieder immer in einer Excel-Liste. So, jetzt haben wir ein zeitliches Problem. Was? Ziehen wir von Fragen ab. Okay, gut. Gut. Das andere ist, wenn ich dann weiß, was sind meine Haupt-Keywords, dann kann ich so vorgehen, dann schaue ich erstmal, was ist eigentlich auf der Seite, die ich jetzt untersuchen möchte, relevant. Das sind dann so technische Sachen wie, ist die robots.txt einfach lesbar, eine H1 auf jeder Seite und so weiter. Da gibt es Tools, die das für mich messen können. Ich gehe bei einem neuen Projekt immer als erstes hin und gebe diesen Site-Befehl ein. Den kennt ihr vielleicht auch. Ich gebe einfach nur bei Google ein Site, Doppelpunkt und dann die Domain. Und Google listet mir auf, welche Ergebnisse alle zu dieser Seite indexiert sind. Da kriege ich schon mal ein Gefühl dafür. Ja? Wenn ich das genauer anschauen will, dann kann ich in die Google Search Konsole gehen unter Indexierung, sehe ich sofort, welche Seiten von meiner Homepage sind nicht indexiert und dann kann ich untersuchen, wieso, warum, weshalb. Ein weiteres schönes Tool ist der Screaming Frog, aber auch sehr beschränkt, unhandlich oder so. Also ist ein Tool, wird lokal installiert. Ich kann dann die ganze Seite durchlaufen lassen und sehe dann zum Beispiel hier, ich habe überall Statuscode 200, die Seite ist also erreichbar. 301 heißt, ich habe eine Weiterleitung. So, ich kann mir dann hier auch angucken, habe ich für die Seiten Meta-Description, haben wir nicht auf unserer Seite. Habe ich eine H1? In der Regel schon. Häufig habe ich aber dann bei Kundenseiten, dass hier steht, ja, zweimal die H1 und so weiter. Und so kann man sehr schön mit dem Tool die Seite analysieren. Man kann auch Links und fehlerhafte Links erkennen. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen.
für bis 500 URLs kostenlos. Also sehr zu empfehlen, um auch die Linktiefe einer Seite zu analysieren. So, dann gibt es verschiedene Tools, die dann von außen schauen. Die zeige ich jetzt nicht mehr. SEObility kann man sich anmelden und man kriegt dann eine Auflistung zu all diesen Problemen und noch viel mehr. Ist eine Seite nicht erreichbar, sind die Title-Tags zu lang und so weiter und so fort. So. Der nächste Punkt ist Off-Page. Das heißt, es geht darum, wie viele Backlinks ich habe und wie viel Brand Search. Brand Search heißt, wenn jemand nach dem Namen meiner Firma gesucht hat. Das ist für mich immer so ein Indiz dafür, ist der Brand schon bekannt? Ja, ich kann ja in der Google Search Console zum Beispiel nachschauen, wie häufig wird jetzt WP Service als Firma gesucht oder wie, was auch immer. Und kann das über die Zeit verfolgen und sehe damit dann auch, habe ich mit meinem Brand mehr Reichweite erzeugt. Daneben gibt es noch die Möglichkeit, mit allerdings nur kostenpflichtigen Tools zu prüfen, welche Social Signals ich habe und wie oft mein Brand dort erwähnt wird. Das geht aber dann, wie gesagt, nur mit kostenpflichtigen Tools. So, Google Search Console habe ich gerade gesagt. Mit Ahrefs kann ich auch sehr gut meine eigene Seite, die Backlinks ermitteln. Dann gibt es noch ein Tool, das nennt sich Backlink Tool und OpenLink Profiler. Da muss ich mir einen Account anlegen, der ist aber kostenlos und dann kann ich 3 Suchen pro Tag machen. Was auch noch ganz wichtig ist an der Stelle, und wenn ich nochmal bereit bin, 17 Euro auszugeben, habe ich hier Link Research Tool. Das Thema Backlink ist ganz, ganz schlecht zu messen, weil es gibt einfach Milliarden von Internetseiten, die miteinander verlinkt sind und kein Crawler dieser Welt kann die alle ermitteln. Deswegen, wenn wir jetzt hier alle durchgehen würden, wir hätten unterschiedliche Werte für die Backlinks und deshalb muss man einfach schauen, wo ich da jeweils mit arbeite. Letztlich geht es immer nur darum, mit dem gleichen Tool über eine längere Zeit die Daten zu verfolgen. Gut, das Thema Feinziele hier unten gehe ich jetzt mal einfach kurz drüber. So, und dann die Dinge, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ob ich jetzt Yoast, RankMess oder All-in-One oder was auch immer verwende, ist letztlich Geschmackssache. Ich muss eine Balance finden zwischen Speicherverbrauch und Funktionalität. Und ich darf diesen Tools auch nicht blind vertrauen. Ich muss verstehen, was diese Tools da machen. Ja, also manche arbeiten ja mit diesen schönen Ampeln. Und die Ampeln funktionieren einfach nur in der Regel so, ich lege ein Keyword fest und das Tool prüft einfach nur, kommt das Keyword im Titel vor, in der Meta-Description und im Text. Und wenn es irgendwo nicht vorkommt, ist die Ampel gelb. So, wenn das aber inhaltlich keinen Sinn macht, kann das Tool das nicht wissen, weil es ist nicht intelligent. Insofern muss man solche Sachen immer interpretieren. Interessant könnte noch sein, wobei das jetzt nicht mehr so aktuell ist, SEO-friendly und Table of Contents macht wieder interne Links und die anderen Plugins, die anderen Posts zum gleichen Thema. So, die nächsten Folien sind einfach nur, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, das ist im Grunde eine Checkliste, wie mache ich gute Seiten, nämlich worauf sollte ich achten, wenn ich Seiten gestalte. Man muss dann aber auch wissen, dass manche Sachen gute Best Practice sind. Also die Hauptüberschrift zum Beispiel, diese ganzen Dinge. Wenn ich eine Seite neu gestalte, sollte ich das auf jeden Fall beachten.
Wenn ich aber mit irgendeinem Tool eine vorhandene Seite überarbeite und mir irgendein Tool sagt, da hast du das und das und das und das nicht richtig, dann kann ich viel Zeit investieren, das alles richtig zu machen. Das wird mir aber SEO-mäßig nicht so viel bringen. Die Zeit hätte ich vielleicht besser in neue oder bessere Inhalte gesteckt. Also man muss immer so ein bisschen abwägen, was bringt mir in SEO was? Und das ist schwer in eine Systematik zu packen. Da braucht man ein bisschen Erfahrung. So. Einfach nur der Hinweis, ja, das systematisch abzuarbeiten macht keinen Sinn. Das Gleiche gilt hier für das Thema Content. Dort sollte ich eben auch eben immer schauen, dass ich wirklich Content habe, der nicht einfach nur wiederkäut, was ich auf einer anderen Seite abgeschrieben habe, sondern dass ich wirklich eigene Erfahrungen einbringe. Ja, das ist auch nochmal etwas, gerade mit dem Konzept von EEAT, Fehler, wo ich dann die Erfahrung und die eigenen Erfahrungen und das Fachwissen als Autor einbringe, das kann ich oft auch mit dem Schreibstil nochmal deutlich zu machen. Gut, jetzt kriege ich hier die rote Karte. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle, müssen wir es leider abbrechen. Ihr könnt, warte mal, kann ich... So, machen wir die nochmal. Gut, also, ihr könnt mich erreichen hier auf dem WordCamp bis heute Abend. Auf meiner Homepage, die allerdings, wie soll ich sagen, ich arbeite mehr für Kunden als für mich. Und dort werdet ihr ab Montag dann diese Folien mit kleinen korrigierten Fehlern als PDF finden. Gut, das war's. Ich bin noch eine Weile hier.